Welchen Film solltest du für deine analoge Kamera verwenden? Das besprechen wir in diesem Video. Da gibt es manchmal so ein paar Rückfragen und die will ich mal hier klären. Zum einen natürlich als allererstes musst du überlegen, was möchtest du denn fotografieren? Also möchtest du es lieber in Schwarz-Weiß haben oder in Farbe? Ne, das sollte erstmal die erste Sache sein, die geklärt ist. Und dann die zweite Sache, möchtest du viel Outdoor fotografieren oder vielleicht viel Indoor? Ne, es gibt da verschiedene Marken. Ich habe jetzt generell mit den verschiedensten Marken da kein Problem gehabt. Ich würde einfach in deinem Fall das nehmen, welches relativ preiswert ist. Und dann würde ich erstmal darauf achten von der Film-ISO. Also hier zum Beispiel das ist jetzt 200, ISO 200, relativ niedrig, das heißt, ist mehr geeignet für Outdoor. Ja, das bedeutet die Filmempfindlichkeit vom Licht. Umso höher die Zahl, umso empfindlicher ist der Film. Das heißt, es gibt dann noch 400, 800 und so weiter und die sind dann noch empfindlicher. Ja? Das heißt, umso, wenn du jetzt, sag ich mal, einen 200er nimmst und einen 800er nimmst und es fällt gleich viel Licht auf dem Film, dann wird der 800er heller sein, ja, weil er empfindlicher ist. Und weil ich jetzt relativ viel Outdoor mache, habe ich mir den 200er genommen. Ja, das heißt, wenn du aber weißt, okay, du wirst dich viel Indoor zum Beispiel bewegen, viel drinne, ja, dann brauchst du halt einen Film, der ist empfindlicher, lichtempfindlicher und dann nimmst du zum Beispiel 800, damit das dementsprechend nicht in dieses Rauschen kommt und dieses unschöne Bild so halt dementsprechend verpixelt ist. Kannst auch vielleicht auch einfach so, ja, dich Mittelweg bewegen, so bei 400 oder sowas, dann kannst du drin und draußen relativ gute Bilder machen, da wirst du auf jeden Fall einen guten Mittelweg für dich gefunden haben. So sieht das dann dementsprechend aus, hier ist dann im Film. Wenn du es auch gekauft hast und dann in deine Kamera später dann dementsprechend auch reinsetzt, viele fotografieren eventuell auch mit verschiedenen Filmen, das heißt manchmal auch 400er, 800er, 200er. Und dann gibt es, das wissen wenige, hier hinten bei der analogen Kamera, hier so ein Feld und da kannst du dann deinen aktuellen Film, den du drin hast, kannst du hier reinstecken, das Papier. Ne, kannst du hier zurecht reißen und hier reinstecken, dass du immer weißt, ah, okay, was für ein ISO, was für einen Film habe ich denn gerade drin, dass du darauf achtest natürlich. Weil du musst das ja auch dementsprechend hier einstellen. Ich stelle das hier oben bei mir, hier oben links ein, welchen ISO-Wert ich habe, damit er es dann dementsprechend bei der Kamera hier auch mit berücksichtigt und es nicht zu hell oder zu dunkel wird, sondern der Film dementsprechend dann auch richtig belichtet wird. Da muss dann dementsprechend drauf achten. Ja, dann gibt es eigentlich nur noch die Größe. Also da musst du halt drauf achten, was für eine Größe hier bei deiner Kamera dann halt dementsprechend rein muss. Für die meisten, also die es nicht wissen, hier einfach oben an dem ziehen und dann öffnet sich das hier schon. Und hier kommt dann dementsprechend der Film rein. Packung, die du hier anschaust oder im Laden bist, dann steht hier einmal natürlich ein 36. Das ist aber die Bildanzahl. Das heißt, ich kann damit 36 Bilder machen. Und die meisten haben 35 mm. 35 mm Film hier ist halt die Größe. Ja? Das heißt, der hier müsste jetzt dementsprechend dann hier rein. So. Und ich sag mal, die meisten haben 35 mm Filme, die da rein müssen. Es kann aber sein, das siehst du ja gleich, kannst du ja auch ausmessen mit einem Lineal einfach, ob das ein größerer Film ist. Und dann suchst du halt dementsprechend auch noch einen größeren Film aus. Aber ich sag mal, die meisten haben den ganzen mal 35 mm Film und der wird mit Sicherheit bei dir passen. Mit einem Lineal kurz ausmessen, passt das. Und dann dementsprechend kommt der hier rein. Ja, und das war es eigentlich auch schon soweit dazu. Kannst eigentlich mit den meisten machen da nichts falsch mit von Kodak 200 ISO und 35 mm Film werden die meisten da auch reinpassen und dann kannst du schon direkt los anfangen zu shooten. Und ja, da werden noch einige Videos bei mir hier reinkommen. Ich packe mal eine ganze Playlist hier rein, warum über analoge Fotografie, was man das so alles braucht, wie entwickeln und so weiter und so fort. Schau dir gerne dann im Anschluss die weiteren Videos an und bis dann.